Moin Leute, wir starten mit einem neuen YouTube-Video und heute dreht sich alles um mein neues Pferd. Ihr habt richtig gehört, ich habe mein neues Pferd gekauft. Das Ganze war gar nicht geplant, aber ich erzähle euch erstmal ganz in Ruhe, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, was das für ein Pferd ist und was vor allem auch das ganz Besondere an diesem Pferd ist. Dann ist es so, ich wollte gar kein Pferd haben und wie der Zufall das manchmal so bringt, hatte eine Freundin mir Videos geschickt von diesem besagten Pferd und hat gefragt, ob mein Kumpel Max, den ihr bestimmt auch alle kennt oder viele von euch kennen den, der fährt nämlich immer hinten bei mir auf der Kutsche mit in den Shows, ob der noch ein Pferd sucht. Denn der hat lange jetzt ein neues Pferd gesucht und ich habe dann auch immer meine Kontakte so ein bisschen springen lassen und habe überall rumgefragt, ob nicht noch jemand so ein Pferd hat. Und Max, der hat auch einen großen schwarzen Rappen, aktuell eh schon, und hat einen passenden Zweispänner dazu eigentlich gesucht. Und seine Freundin reitet ganz gerne Dressur, also somit brauchte er ein großes schwarzes Dressurpferd. Eigentlich das, was ich ja auch immer habe. Meine Lieblingsfarbe sind ja nun mal die Rappen und ich habe auch eine Rappen deswegen. Und ja, jetzt war es aber so, Max hat schon ein Pferd gehabt und mir wurden diese Videos geschickt und ich dachte mir so, wow, das ist wirklich ein schönes Pferd. Ich glaube, der wird mal richtig gut. Und hatte ihr dann aber geschrieben so, ja, Max hat schon ein Pferd, das ist nichts. Aber habt ihr mal so ein bisschen nachgefragt, was das denn eigentlich für einer ist. Und ja. Dann war das Ganze aber so, dass sie sagte, das Pferd ist zwei, ist ein zweijähriger Hengst. Und ja, der sollte auch eigentlich zur Körung gehen. Nur vor so einer Körung werden die Pferde ja alle einmal geröntgt. Und auf den Röntgenbildern ist dann einiges aufgefallen. Und zwar hat der kleine Mann so ein paar Baustellen. Deswegen wurde er natürlich auch günstiger verkauft. Und jetzt kommt er da gerade schon angeschnuppert. Hier ist er nämlich. Und ja, hat die eine oder andere Baustelle. Somit konnte man ihn günstiger werden. Aber es ist nun mal auch so, wir wissen, wir müssen dieses Pferd operieren. Das ist natürlich immer ein großes Risiko, wo ich mir dann auch anfangs sehr unsicher war, ob ich das jetzt überhaupt möchte. Aber jetzt erstmal dazu, was hat das Pferd eigentlich? Zwei Dinge. Und zwar hat er einmal eine Knochenzyste und zusätzlich hat er auch noch einen Chip. Was das genau ist und wie wir das Ganze genau behandeln werden, das erkläre ich euch alles in Ruhe in einem anderen Video. Nun ist es aber so, dadurch, dass er noch so jung ist und große Chancen hat, dass das alles sehr gut verheilt, müssen wir ihn sehr zeitnah operieren. Deswegen steht er auch nicht wie die anderen Zweijährigen auf der Fohlenwiese, sondern ist schon hier im Ausbildungsstall. Denn ich habe jetzt die Aufgabe mit ihm, ihn so weit zu trainieren, dass er halfterführig ist, dass man ihn überall anpacken kann und vor allem, dass wir Verbandswechsel machen können. Denn das wird unsere nächste Aufgabe sein. Sobald der artig im Umgang ist, wird er in die Klinik gehen, wird operiert, wir müssen Verbandswechsel machen, bis es alles ausgeheilt ist und dann darf er wieder rausgehen auf die Jungpferdewiese. Das ist aber eigentlich ganz nett hier bei uns, denn der steht jetzt hier im Offenstall gerade mit den anderen Jungpferden. Hier haben wir noch einen Dreijährigen und einen Vierjährigen. Er ist jetzt der Zweijährige, aber ich finde, man sieht das gar nicht so, weil er für einen Zweijährigen echt schon verdammt gut aussieht. Und hier nebenan steht Fiddle. Denn Fiddle soll natürlich sein allerbester Buddy werden. Ich glaube, die beiden werden später mal gut zusammen vor der Kutsche aussehen. Fiddle ist 1,77 groß, das ist echt schon ziemlich groß. Und bei ihm ist es so, dass er jetzt schon zweijährig 1,67 ist. Ich habe ihn letztens gemessen und ich kann mir vorstellen, dass er schon auch irgendwo in Richtung Fiddelsgröße kommt. Vielleicht nicht ganz so groß, aber auf jeden Fall bleibt er kein kleines Pony. Und ich würde sagen, ich hole den kleinen Mann jetzt einfach mal und zeige euch mal, was wir so jetzt in den ersten Tagen schon ein bisschen erarbeitet haben, wo wir gerade stehen. Und erzähle euch dann noch ein paar mehr Details zu vielen. Bitte. Ja, es ist mal wieder sehr viel am Regnen hier, deswegen ist der Matsch. Oh, schau mal. Und bei Fidos ist es nämlich so, der kommt aus dem Laufstall. Also der kennt es noch gar nicht gefühlt zu werden, oder kannte es noch gar nicht gefühlt zu werden. Und ja, demnach ist er aber trotzdem schon sehr aufgeschlossen. Es wäre aber nett, wenn du jetzt hier ins Trockene kommst. Komm her. Das ist auch so ein Ding. Ich wollte ihn erstmal locken, irgendwie mit einer Möhre, aber kennt er alles nicht. Du kannst ihm nichts außer anfüttern, weil er das einfach nicht kennt. Er kennt einen Troch, da frisst er raus. Aber ansonsten ist er relativ grob. Also, es wäre trotzdem cool, wenn du jetzt hier hinkommst. Ob das mal ein schönes Gespann wird? Oh, sag mal, hallo, das wird ein neuer Freund. Ja, hallo.
Ja, wir müssen hier aber nur kurz durch seinen Paddock durch. Also. Sehr gut, toll gemacht. Und das muss man mal wirklich sagen, das hat mich auch direkt überzeugt. Wo ich da hingefahren bin zu ihm, hatten die den morgens gerade aus dem Laufstall gezogen. Der stand alleine in der Box und wo ich ankam, waren da schon zwei Mädels bei ihm, hatten den aufgehalftert, waren am Putzen und der war einfach so entspannt, wo ich mir dachte, ich glaube, das ist genau das richtige Pferd, was ich brauche. Eine richtig coole Socke. Ja? Deswegen haben wir da noch gar nicht lange gefackelt. Ich muss ja sagen, ich hatte vorher ein Video von dem gesehen. Ich bin auch direkt mit LKW dann hingefahren. Haben ihn einmal in der Box angeschaut, haben geguckt, wie der läuft, wie der fußt. Haben ihn in der Halle laufen lassen. Und dann haben wir ihn auch direkt eingesackt und mitgenommen. Und jetzt bist du hier. Und jetzt gehen wir erstmal in den Stall und ich putze ihn. Okay. Wie man sieht, er ist noch ein bisschen unsicher. Ich habe auch noch gar kein Führtraining gestartet. Bislang gehe ich erstmal vorweg. Dann haben wir mal einen hinterher, der ein bisschen nachtreibt, damit wir überhaupt erstmal an unseren Zielen ankommen. Und wollen jetzt aber mal das erste Führtraining vernünftig in der Halle starten. Wir sind jetzt im Stall angekommen und ich kann den auch schon anbinden, das haben wir auch schon ein bisschen geübt. Ich mache das grundsätzlich so bei den jungen Pferden, dass ich die ganz hoch anbinde. Das hat zwei Gründe. Zum einen Grund können sie da nicht reintreten, wenn die nach vorne treten, treten sie nicht in Strick. Und sollten sie dann doch mal ziehen, dann ziehen sie nicht ganz so lange, weil sie sich den Kopf nach oben ziehen. Und somit klappt das immer ganz gut, ne? Und sonst kann man eigentlich nochmal grundsätzlich zu ihm sagen, er ist ein Hannoveraner. Von der Abstammung her ist sein Vater der Impulsantus und wir haben ihn ja Infinitus genannt, wir nennen ihn Fitus. Und von der mütterlichen Seite her ist es ein, was kam denn er? Ist Foundation Sunwold. So, ne? Also vielversprechend. So, das mit dem Putzen kennt er jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen. Wir schauen einfach, dass wir es jeden Tag so ein bisschen mit einbauen, dass er jeden Tag in die Hand kommt, dass er geputzt wird. Aktuell wird er jetzt noch nicht so viel geführt, höchstens mal vom Laufstall raus in den Offenstall. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, es gibt ja einfach so Pferde, da muss man am Anfang denen echt alles neu zeigen und beibringen und was weiß ich. Aber dann gibt es auch so Pferde, die echt verdammt cool sind, so wie er, wo man jetzt nicht alles ins kleinste Detail neu erarbeiten muss, was natürlich dann auch mal richtig Spaß macht. Und bei ihm müssen wir natürlich mal gucken, das kann ich schon mal ein bisschen spoilern, dass wir uns viel hinten links um die Hinterhand kümmern. Denn da wird er operiert auch in ein paar Wochen. Und da muss er sich natürlich gut anfassen lassen. Das ist ja jetzt einfach so Routinen, die er lernen muss. Auch gerade wenn er jetzt anfängt hier bei so Sachen, wie wenn ich ihn vorne putze, dass er da zurückgeht, dann bleibe ich da natürlich jetzt erstmal bewusst dran und gehe nicht extra direkt weg. Dann wird er einfach lernen, dass es nichts Schlimmes und wenn er das aushält, dann geht das auch schnell wieder vorbei. Das Ganze hilft natürlich auch. Alles gut. Und wenn man sowas gerade mit so jungen Pferden macht, muss man immer echt gucken, dass man nicht in der Schussrichtung steht. Also nicht dahinter, aber auch trotzdem nah am Pferd, weil sonst schubsen die einen schnell mal weg und dann steht man doch zu weit weg vom Pferd und wenn sie dann austreten, dann tut es richtig weh. Wichtig ist natürlich auch, dass wir direkt die Hufe auskratzen können. Das hat er vorne schon von Anfang an ganz gut gemacht. Hinten ist es immer so ein bisschen eine Problematik noch. Aber hier ist es einfach wichtig, dass man schaut, dass man die Pferde erstmal hier ein bisschen an der Wand stellt. So. Gut, hinten müssen wir es natürlich auch machen. Das ist aber ein bisschen problematischer. Hier schaue ich, gut, super. Erstmal, dass er den nach vorne nimmt, dann nehme ich die Zehe nämlich hoch, damit er nicht treten kann. Das Ganze ist natürlich nicht so schön, wenn das alles so matschig ist. Aber alles gut. Hauptsache, er gibt erstmal den Move vernünftig und tritt mich dabei nicht. Das finde ich schon mal ganz nett. Andere Seite genau das gleiche. Einmal ein bisschen rüberstellen. Jawohl. Und was man auch nicht machen darf, was viele machen, gerade so mit jungen Pferden, die gehen dann immer viel zu vorsichtig an die ganze Sache ran. Und sind dann selber so extrem verunsichert. Und das merkt das Pferd sofort. Ne? Wenn man es einfach mal alles ein bisschen macht, dann geht das meistens schon viel besser. Jawohl. Sehr gut, Kleiner. Gut. Wunderbar. Gut gemacht.
Das sind unsere ersten Steps. Grundlegend natürlich noch mal zu sagen, was habe ich damit eigentlich vor? Im besten Falle wird das natürlich mal ein richtig schönes Showpferd und ein Kutschpferd und ein Dressurpferd, also alles. Ein schöner Allrounder. Ich hoffe, das funktioniert, mein Plan geht auf. Er ist aktuell noch Hengst. Ob das so bleibt, weiß ich selber nicht. Ich finde es ganz cool, wenn der Hengst bleiben könnte, einfach damit er ein bisschen mehr Ausstrahlung hat. Vielleicht könnte man ihn sogar auch noch mal curlen. Muss alles mal schauen. Wenn aber eh nur zweijährig an der Hand, dreijährig da geritten ist, bin ich nicht ganz so für, muss ich sagen. Von daher mal gucken, wo die Reise noch so hingeht. Aber ich sage immer, wenn er irgendwie mal so hengstig sein sollte, dass er in Einzelhaft stehen müsste, dann lasse ich den sofort kastrieren. Das finde ich ist jetzt kein Leben wert, dass man da in Einzelknast stehen muss und keine Freunde mehr hat. Nur, weil mein Hengst ist. Dann wird er auf jeden Fall kastriert. Aber solange er artig ist und vernünftig im Umgang, darf er erstmal Hengst bleiben. Und jetzt gehen wir mal das erste Mal in die Halle und starten mal ein ganz bisschen mit dem Fühltraining. Und bringen ihn dann aber auch direkt wieder weg. Das machen jetzt nicht lange. Aber muss man überlegen, ich habe ihn gerade schon vom Paddock geholt, bin hier hingegangen, habe den geputzt. Das ist alles schon extrem viel für so ein junges Pferd. Und das zählt alles schon zu seiner Zeit, zu seiner Arbeitszeit sozusagen, wo er sich extrem anstrengen muss. Na, wir fassen hier nicht irgendwelche Decken an. Das lassen wir mal. Deswegen gehen wir einmal kurz durch die Halle und dann geht's hinten wieder raus in den Stall. Wir müssen das Video abbrechen und ich kann leider nicht mehr mit ihm in die Halle, denn beim anderen Hof ist ein Pferd ausgebrochen. Das müssen wir erstmal einfangen. Somit ist das Video beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich erzähle euch auf jeden Fall in der nächsten Zeit mehr zu Fitos und schreibt mir einfach eure Fragen in die Kommentare. Da geht schon das Telefon, denn wir müssen jetzt wirklich los das Pferd einfangen. Ja, Glück gehabt. Der Pferdeflüsterer.